Wie funktioniert Christoph Blocher? Das ist gar nicht so schwierig. Wichtig ist einmal so ein bisschen eine gewisse Optik. Also du musst eine Blocher-Brille haben. Ich bin mit einem Foto von Christoph Blocher im Filmann gegangen und gesagt, ich hätte gerne so eine Brille. Dann haben sie mir gesagt, wir hätten sonst auch noch andere. Ei, haben sie gesagt. Oh, mit einem so richtig passenden Hintergrund da. Genau, so, also eine angenehme Blocher-Brille. Das sieht so aus. So. Wichtig ist auch noch beim Christoph Blocher, du musst so eine Blocher-Stimme haben. So eine Blocher-Stimme, so etwas Gutturales. So, Herr Blocher redet ja manchmal so, als hätte er so einen heißen Herdöpfel im Mund. So. Oh. Machen das vielleicht mal schnell alle mit Tanz, um das gewöhnen. Wunderbar, es klingt schon recht gut. Sehr schön, sehr schön. Stellt euch einfach so die Schwingerliebli, die blauen Schwingerliebli vor, die man auch überall sehen könnte. Das ist so vom Atmosphäre ganz wichtig. Nachher ist entscheidend, Christoph Blocher sagt in jeder Rede drei Sachen. Das erste, er sagt, ist, liebe Männer und Frauen. Dann sagt er, ich muss ihnen sagen. Und er sagt immer noch, der Souverän. So, und Gestik dürft ihr auch nicht vergessen. Also der Christoph Blocher hat beispielsweise so in der Gestik drin, so diesen da, den kennt ihr. Christoph Blocher macht sehr oft so. Das ist auf einer Wanderung entstanden im Maghreb. Christoph, er ist mit der Silvia unterwegs. Wirklich, die sind in die Wanderferien gegangen. Die dürfen auch mal in die Wanderferien gehen. In Maghreb in die Wanderferien gegangen und nachher sind sie so über das Atlasgebirge drüber, so Richtung Sahara, so hinten dran, wieder runter, wirklich. Dann ist es wärmer geworden und der Christoph Blocher hat gesagt, heiß. Nachher, was der Christoph Blocher auch macht, der Christoph Blocher tut immer so, Achtung, das ist einzigartig in der Evolution, das kann kein Evolutionsbiolog erklären, er tut Unterlippen so für eine Strecke. So. Das ist auch auf dieser Wanderung entstanden. Und so sind sie weitergewandert, also sie sind wirklich schon recht weit vom Atlasgebirge weg, also die ersten Wanderdünen sind entgegengewandert und so. Fata Morgana, das haben sie gesehen. Und dann hat er so seine Apro-Flaschen angeschaut und gemerkt, nicht mehr so viel Wasser drin und so. Und nachher hat der Christoph Blocher die Unterlippe vorgestreckt, so, und gesagt, wenn es kommt, regnen, bin ich bereit. So. Ja, genau. Für ein Blocherred, was braucht es für ein Blocherred? Es braucht ein Rednerpult, das ist wie mit dem Klavier. Die stehen auch überall rum, da haben wir Glück gehabt. Es gibt eine App, wo du Rednerpulte runterladen kannst. Und wirklich auch sehr praktisch. Schau, schau, jetzt geht das Rednerpult irgendwo rum. Hat jemand gerade eins gesehen? Da hat es ein Rednerpult. Da haben wir ein Rednerpult. So. Also, das ist übrigens ein Klapppult, zum Kosten sparen, sogenanntes Klapppult. Es hat so ein Seitelement. Seitelement hat es da und ein Top-Element. In Italien übrigens gilt das schon als ganz primitiver Ventilator. So, das Top-Element kommt da drauf. Dann wäre das da. Wer das installiert. Übrigens, passet auf, juristisch gesehen läuft das im Kanton Appenzell innen und Ausserrhoden bereits schon unter Reihen Einfamilienhaus. Ja, weil das ist bis jetzt, das können ja alle so das Programm vorbereiten und ein bisschen loslegen. Jetzt machen wir hier improvisiert, spontan für euch ein Blocherred. Und ich brauche jetzt drei Stichworte aus dem Publikum, die überhaupt nichts mit Politik zu haben. Was könnte das sein? Bündnerfleisch. Bündnerfleisch. Sehr schön, Bündnerfleisch. Was haben wir noch für Stichwort? Konfitüre. 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 Noch ein drittes Stichwort? Barbie. Wie? Barbie. Barbie. Wie alt bist du? Barbie. Also Bündnerfleisch, Konfitüre und Barbie. Gut. Also klassische Inhalte von einer Blocherin. Also, ich würde mir vorstellen, er würde ja Barbie, Konfitüre und Bündnerfleisch. Gut. Also, das wäre jetzt ja irgendwie da hinten. Also, der bereitet sich jetzt ja vor. Da
Das ist irgendwo in der Vorbereitung. Man sieht ihn am Anfang noch nicht, vielleicht hört man. Oh, Silvia. Oh. Hast du schnell den Schuhbändel zu? Oh. Achtung! Muss ich sehen. Wir müssen aufpassen. Plötzlich, wenn wir nicht aufpassen, haben wir nur noch Barbie in der Politik. Ich wollte dann bis auf Brüssel auf eine Barbie gehen. Da kommt nichts einzustand. Da werden noch Zöll verhandelt, Handelshemmnis für unser wichtigstes Produkt, ah, Bindfleisch. Wir müssen aufpassen, wenn die uns in Brüssel wieder rum wollen, Honig ums Maul schwer, Lösungen verkaufen wir gar. Es ist gefährlich. Wir müssen aufpassen. Das kann von mir aus so süß sein wie ein Gumpfi. Aber aus dem Brüssel heim zurück in die Schweiz will ich für mich keine offene Türe. Danke vielmals.